Yo soy tu VIP, tócate, porque tú a mí haces feliz. Me queda presumir, ay de ti, qué bonito verte sonreír. Yo soy tu VIP, papi, yo tócate, que tú me haces feliz. Me encanta presumirte. Good morning, heute ist Samstag. Ich habe immer noch Halsschmerzen des Todes, ich kann kaum reden. Ist wirklich sehr anstrengend. Ich habe die Nacht besser geschlafen, aber ich hatte wirklich sehr, sehr starke Halsschmerzen. Mein Ohr, ich habe richtig Ohrenschmerzen seit gestern, also ich glaube seit vorgestern, aber abends wird es halt immer schlimmer mit den Schmerzen. Mein Ohr ist heute komplett lost. Es ist komplett zu. Ich höre auf der Seite nichts mehr. Und ja, hier ist alles angeschwollen. Und diese Halsschmerzen sind so krass. Bin heute Morgen wieder nass geschwitzt aufgewacht, aber ich habe diese körperlichen Schmerzen nicht mehr. Halleluja. Wir kommen einen Schritt weiter. Gestern Abend ging es Ermin nicht so gut. Wir haben einen Corona-Test gemacht. Der war negativ. Heute Morgen haben wir wieder einen Test gemacht. Der ist wieder negativ. Aber der fühlt sich auch ein bisschen schlapp. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es bei ihm jetzt auch bald ausbricht. Hoffen wir nicht. Wäre ein Wunder. Weil man wohnt unter einem Dach. Man schläft im gleichen Bett. Wir haben zwar versucht, so Abstand zu halten, aber das, glaube ich, das bleibt nicht aus. Und ich bin einfach so froh, dass Alexander jetzt gerade nicht hier ist. Oh, es ist so schlimm mit den Halsschmerzen. Das ist so krass. Und vorhin hat es geklingelt. Ich bin runter. Also ich bin nicht runter. Ich habe aufgemacht den Postboten. Der ist die Treppen hoch. Ich habe gesagt, lass bitte im Hausflur liegen. Ich habe Corona. Ich kann gerade nicht mehr weiterreden. Dann habe ich das Päckchen. Also dann ist er wieder weg. Dann habe ich das Päckchen abgeholt. Bin hoch. Habe mich hingelegt. Ich war komplett außer Atem, ich bin nur 5 Treppen runter. Und danach war ich am Überlegen, was habe ich da gerade gemacht? Also ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, dass ich das Päckchen geholt habe. Also man ist auch komplett neben der Spur, das ist echt krass. Ja, seit gestern schmecke ich nichts mehr, seit gestern rieche ich nichts mehr. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe. Boah, mein Ohr brummt mich um gerade. Geruch. Geruchssinn komplett weg, geschmacklich nichts. Gestern habe ich noch alles bitter geschmeckt, heute schmecke ich gar nichts. Ich habe mir Parfüm drauf gesprüht gestern, habe nichts mehr gerochen. Heute habe ich Deo gesprüht, nichts gerochen. Das ist echt heftig. Ja, ich habe heute meinen Nachbarn engagiert, mir Sachen zu holen. Herzlich willkommen zu meinem wöchentlichen oder zu meinem täglichen Apothekenhaul. Diese Woche einfach mal nur ein Medikamentenhaul. Ach Gott, ich zeige euch mal, was ich heute noch geholt habe. Also ich habe einmal hier diese Anginetten geordert, weil man die halt öfter nehmen kann als diese anderen, die ich hatte. Die waren mit Ibuprofen und die durfte man nur alle 3 bis 4 Stunden nehmen. Dann hat mir eine Abonnentin gesagt, dass das sehr gut hilft bei Corona wegen Halsschmerzen. Gelo Revoice. Bin ich mal gespannt, habe ich noch nie benutzt. Und dann habe ich mir von Tantum Verde nicht die Lutschtabletten geholt, weil es die nicht mehr gab, sondern das Spray. Einmal Magnesium mit B12 und D3. Das sind diese Sachetten. Ich weiß gar nicht, ob ich gestern aufgenommen habe. Ich habe nämlich gestern noch andere Vitaminsachetten geholt. Die wurden mir auch empfohlen für Corona. Und ich werde euch auch am Ende des Tages, also wenn alles vorbei ist, werde ich euch nochmal eine Zusammenfassung geben, welche Medikamente mir wirklich gut getan haben. Oh, ich bin so außer Atem, ich kann kaum reden, ey. Und ich habe nochmal Tests geholt, weil die anderen alle waren. So, ich werde mich jetzt nochmal hinlegen. Mir geht es wirklich beschissen gerade. Leute, ich zeige euch mal, wie die Küche aussieht. Ich kann einfach nichts machen. Nichts. Komplett am Ende.
Ich habe nicht mal die Kraft, am Handy Nachrichten zu bearbeiten oder für die Arbeit was zu machen. Klar sollte ich mich ausruhen, aber wenn man vom Handy arbeitet, denkt man sich, so ist das kein großes Ding, mal eben ans Handy unter irgendwelche Nachrichten abzuarbeiten oder E-Mails. Aber glaub mir, man ist komplett am Ende, komplett neben der Spur. Man kann nicht mal, man hat nicht mal die Kraft, in eine E-Mail reinzugehen und zu antworten. Das ist so heftig. Also, sogar vom Kopf her hat man die Kraft nicht, weil man einfach nicht richtig nachdenken kann. Aaron, ich hatte euch ja versprochen, bei diesem Wassertest, dass ich euch nach einer Woche ungefähr mal den Vergleich zeige. Ich hatte ja hier Teewasser drin von der Wasserbar, das gefilterte von Aqua Global. Und hier hatte ich vom Wasserkocher drin. Und ihr hattet ja schon gesehen, wie klar das Wasser immer noch war von Aqua Global, das gefilterte. Und wie dunkel das vom Wasserkocher war. Und jetzt könnt ihr mal den Unterschied sehen. Ich habe das jetzt gestern ausgeschüttet. Hier hat man einen richtig ekligen Rand. Und unten hat sich auch der ganze Schmutz abgesetzt. Und hier haben wir fast gar keinen Rand. Ganz, ganz wenig, seht ihr? Und unten auch nur ganz wenig, also fast gar nichts. Ja, das ist schon heftig. So ein krasser Unterschied, ne, was wir trinken. Also ich kann euch die Wasser aber wirklich nur ins Herz legen. Guckt mal in meine Infobox, ich verlinke sie euch nochmal. Und ihr habt noch 200 Euro Rabatt über meinen Code. So, ich werde jetzt nochmal einen Test machen. Und werde mit Ermin auch mal einen Test machen, weil dem geht es heute nicht so gut, wie gesagt. Der ist auch nass geschwitzt, gerade aufgestanden. Und er hat Schmerzen im ganzen Körper und fühlt sich sehr heiß. Also, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass es dann jetzt auch losgeht. Bin ich mal gespannt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er schon weg ist bei mir. Ah, ich sehe den zweiten Strich langsam kommen. Ja, der kommt gerade ganz leicht. Ich weiß nicht, ob der noch intensiver wird, aber da ist noch ein ganz leichter Strich. Vielleicht wird er noch intensiver. Warten wir mal kurz ab. So, jetzt testen wir mal Ermin. Schatzi, Mama Test. Geht's dir? Hm. Ist auch nicht mehr so heiß, aber du schwitzt, ne? Dann mach mal in die Nase. Fünfmal hin und her, je nach. Mein Strich ist heute leicht, nur noch leicht zu sehen. Ach, eine Besserung. So, bin mal gespannt bei dir. Eigentlich wie bei mir, die ersten zwei Tage negativ. Tja, bin ich mal gespannt. Machen wir morgen wieder einen Test. Auf jeden Fall, ja, negativ.
Aber ich denke, wir machen später noch einen und morgen noch einen. Besser ist das. Ich habe jetzt meinen Onkel Currywurst Pommes bestellt. Ich habe denen gesagt, sag mir, wie viel das kostet. Ich lege das Geld vor die Tür. Und leg bitte das Essen vor die Tür. Jetzt kam das gerade. Ich hatte gerade so Hunger drauf und jetzt gerade bin ich am Überlegen, ob ich das überhaupt essen kann. Mit meinen Halsschmerzen. Ich habe übrigens gerade so Ohrenschmerzen. Das ist heftig. Und viele von euch haben gesagt, Zwiebelsäckchen. Hat sich auch am Hals gemacht. Jetzt mache ich das nach dem Essen mal am Ohr. Oh, das tut so weh. Leute, ich bin jetzt ins Wohnzimmer umgezogen. Es ist so krass warm im Schlafzimmer hinten, weil morgen scheint die Sonne vorne und nachmittags hinten. Und es ist so heiß dort. Und jetzt hat der Emmy mir die Matratze hier hingebracht. Und ich gucke übrigens gerade Guidos Deko Queen. Ach, ich mach mal kurz leise. Und da würde ich doch gut reinpassen, oder? Dass ich da mal mitmache. Ich bin ja schon eine Deko-Queen. Eine total überfordernde Deko-Queen. Einfach viel zu viel Deko. Aber da hätte ich schon Spaß mitzumachen. Leute, es ist einfach so krass. Man riecht einfach gar nichts mehr. Mein Lieblingsparfum. Nix. Die können es mir drauf sprühen. Gar nichts. Ich rieche 0,0,0%. Ciao. Oh Leute, das ist nicht normal. Ab einer gewissen Uhrzeit, so ab 18, 19 Uhr, geht es immer den Berg runter. Oh, mein Ohr. Oh. So, wir haben jetzt Orangen geordert. Oh, Zucker. Ja, ich weiß nicht, ob ich das heute noch mache. Mir geht es gerade wieder etwas schlechter. Man merkt, ich bin auch rot. Irgendwie ist mir auch wieder komplett warm. Ich mache mir jetzt ein Zwiebelsäckchen für meine Ohrenschmerzen. Was machst du? Brauchst du irgendwas? Ich mache mir ein Getränk. Er macht sich ein Getränk. Einfach aufmachen und trinken. Ich hatte vor, Eiswürfel zu nehmen. Eiswürfel reinmachen? Okay. Oh. Ey, so um die Uhrzeit geht's einfach nur bergab, ne? Mhm. Leute, ich schäle die Zwiebel und ich rieche absolut gar nichts. Ich bin aber gespannt, ob die Augen drehen. Aber was ich einfach nur merke ist, das reizt meine Nase, das merke ich. Ich merke, dass der Zwiebelduft, also das Zwiebel eher gesagt, meine Nase reizt, aber Geruch ist. Ach, jetzt soll ich die richtig reingehalten. Nix, aber. Also es reizt schon meine Nase. Das Reizorgan ist da. Aber kein Geruch. Nix. Jedenfalls mache ich mir jetzt ein Zwiebelsäckchen. Ich würde aber noch mal in die Badewanne. Weil ich sag ja, um die Uhrzeit geht es irgendwie voll bergab. Später oder bis morgen. Guten Morgen, heute ist Sonntag. Und ja, was soll ich sagen? Ich schmecke wieder. Ich habe es gerade gemerkt, als ich diese Sachetten, diese Vitamin C Sachetten zu mir genommen habe. Und ja, da habe ich gemerkt, ich schmecke wieder, aber ich rieche noch nichts. Ja, Riechorgan ist noch lost. Ich hatte gestern Abend noch richtig Halsschmerzen und Ohrenschmerzen. Ich habe mir sogar heißes Öl, also so warmes Öl in mein Ohr reingemacht und dann mit einem Wattepad, Kirschkernkissen, dann hatte ich ja noch hier Zwiebelsäckchen gemacht. Naja, heute geht's besser, aber gestern war Katastrophe. Sowieso abends werden die Schmerzen immer stärker. Also schlafen war gestern auch komplett im Arsch. Ich
habe mich ja ins Wohnzimmer verfrachtet, auch dass Ermin ein bisschen Ruhe hat, aber auch für mich, ich fand es etwas angenehmer von der Temperatur im Wohnzimmer. Aber also mit offenem Fenster, es war einfach die reinste Katastrophe. Es war so laut von der Kirmes bis 3 Uhr nachts. Ich bin irgendwann, glaube ich, gegen 3:30 eingeschlafen und hatte ich auch noch so komische Träume. Also ganz, ganz schlecht geschlafen auf jeden Fall. Aber na gut, ich will nicht meckern. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es mir besser geht. Das ist die Hauptsache. Und ja, jetzt wollen wir mal gucken, was mit Ermin ist. Weil Ermin geht es heute schlechter. Ja, täglich grüßt das Murmeltier. Wir machen jetzt nochmal 2 Corona-Tests. Und ich habe mir auch gedacht, ich werde euch auch nochmal so eine Zusammenfassung zeigen, was hat mir geholfen an Medikamenten. Aber ich muss sagen, Leute, ich habe ja gestern das mit der Orange gemacht, mit der angekokelten Orange. Und ich schmecke heute wieder was. Also ich habe das Video separat gedreht, aber ich werde euch vielleicht mal hier einblenden, was ich gemacht habe. Ich habe die nämlich angekokelt. Das ist nämlich so ein TikTok-Corona-Hack gewesen. Und habe dann das warme Fruchtfleisch mit braunen Zucker warm gegessen. Konnte natürlich nicht schmecken, wie es schmeckt, aber ich schmecke heute auf jeden Fall wieder. Also gehe ich mal stark davon aus, dass das geholfen hat. Aber ich rieche nichts. Vielleicht sollte ich mir das dann auch in die Nase stecken oder so. Jedenfalls, was ich gestern bemerkt habe oder bis gestern, dass ich starke Konzentrationsschwierigkeiten hatte und Probleme hatte, mich an Sachen zu erinnern. Ich habe gestern Abend zum Beispiel so ein bisschen versucht, mein Gehirn so zu trainieren, sage ich jetzt mal, oder es herauszufordern. Und an eine Frage, an die ich mich jetzt noch erinnern kann, ist, wo hat Ermins Schwester vorher gewohnt? Die sind ja vor 2-3 Monaten umgezogen. Und natürlich weiß ich, wo die vorher gewohnt haben. Wir waren ja da zigmal. Ich bin gestern zum Verrecken nicht drauf gekommen, wo die vorher gewohnt haben. Ich konnte mir in meinem Kopf kein Bild davon machen, wo haben die vorher gewohnt, wie sah die Wohnung aus. Komplett lost alles. Also das Corona greift wirklich alles an in deinem Körper. Und ich habe wirklich so, ich weiß nicht, 10, 15 Minuten gebraucht, bis ich mich dann wirklich so Teilchen dran erinnern konnte. Okay, jetzt habe ich's. Da haben die vorher gewohnt. Oder so Wörter habe ich gestern gemerkt, die mir dann einfach nicht mehr eingefallen sind. Okay, das habe ich sowieso, aber jetzt wirklich so im krassen Sinne, dass mir irgendwelche Wörter nicht eingefallen sind oder dass einfach Erinnerungen weg sind. Also du konntest dich gar nicht mehr dran erinnern. Oder ich glaube, ich habe euch das erzählt, ich konnte mich nicht dran erinnern, was habe ich vorhin gemacht vor 10 Minuten. Ne? Also komplett lost im Kopf. Ja. Ich wünsche mir jetzt einfach nur, dass bergauf geht. Ich wünsche mir, dass es für Ermin nicht so schlimm wird. Und ja, wie gesagt, ich mache jetzt die Tests. Ich habe hier noch den von gestern. Da war es ja nur noch sehr leicht, der zweite Strich. Gucken wir mal, wie es heute ist. Ja, und Alexandro geht es auch nicht so gut. Der ist ja beim Papa. Und der ist nur am Brechen. Heiko meinte, Magen-Darm auch. Alle irgendwie da, so Norovirus vielleicht, heißt das Norovirus oder Norovirus? Auf jeden Fall denkt er, dass es dieses Virus ist. Ich habe ihm auch gesagt, wenn wir hier noch Corona haben, soll er ihn bloß nicht nach Hause bringen, dann lieber dort behalten. Ja, schauen wir mal. Morgen geht ja wieder so der Alltag los und dann gucken wir mal, wie das ist. So, jetzt machen wir erstmal wieder die Tests. Könnt ihr jetzt bei einer Teststation anfangen, ne? Ja, ist ja gut. Ein richtiger Corona-Testexperte geworden. So, Prost. Ach, bitte, lass mich wieder negativ sein. Ich meine, man hat zwar noch die Symptome, aber es ist irgendwie schon mal ein Lichtblick, wenn man negativ ist, wenn da nicht mehr Corona steht. Das wäre dann mal was. Yeah. Hier. So ein
wir mal gucken, was bei dir rauskommt. Ich habe Fieber. Fühle mich die ganze Zeit total schwach. Meine Knochen in den Händen tun total weh. Meine rechte Hacke, ich kann irgendwie nicht auftreten richtig. Halsschmerzen. Seit heute Halsschmerzen. Ja. So, da gucken wir mal. Schwanger? Ich glaube ja, ne? Oh ja. Wir sind schwanger. Ich habe schon seit 3 Tagen, ne, oder? Ja. Und die ganze Zeit war ich negativ. Ja, jetzt ist es erst positiv. Tja, willkommen im Club. Tut mir so leid, Charles. Aber es bleibt einfach nicht aus, ne? Ja, Leute, falscher Alarm. Man sollte auch die 10, 15 Minuten abwarten, weil sich das ja noch... Weil der Test sonst verfälscht ist. Guckt mal. Da ist trotzdem noch so ein ganz leichter Strich gekommen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Vielleicht, wenn ich es hier daneben halte. Sieht man, dass noch ein ganz leichter Strich zu sehen ist. Aber ich weiß nicht, ob man es in der Kamera erkennen kann. Aber ich habe mich zu früh gefreut. Hier ist noch ein ganz, ganz, ganz feiner Strich zu sehen. Ganz dezent so, aber... Ja, Corona ist noch in der Haus, aber hätte ich mir jetzt nicht anders auch vorstellen können, weil ich auch immer noch Symptome habe. Aber ich dachte, wenigstens wäre der Test dann negativ.